Denk doch mal an den Chef. Okay, ja. Wenn, dann darf nur Scapia rauchen. Wenn ihr euch einen Befehl gibt zu rauchen, dann raucht ihr. Also ich glaube, ihr müsst sehr viel von dem Scapia. Wir haben es ja auch mit dem Gitter gesichert, gell? Das ist das Gefängnis oben hier. Also im Moment. CDV für die Opernwerkstatt. Es ist Samstagnachmittag, es sind bestimmt mehr als 25, 26 Grad und wir haben gerade heute Nachmittag die Statistenproben, die allerersten gemacht. Und einen der Statisten habe ich jetzt bei mir. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Gerhard. Hallo Gerhard, du hast dich als Statist gemeldet. Und jetzt verrätst du mir mal, warum? Ganz spontan, ich habe das heute nach dem Radio gehört. Ja, es hieß, irgendwelche Leute mit Höhenangst, dachte ich, okay, da mache ich mit. Okay, du wusstest überhaupt nicht, worum es hier geht oder hast du das irgendwie schon gelesen? Nee, beim Autofahren einfach aufgeschnappt. Du bist Heidenheimer? Kommst woher? Raum Dinkelsbühl. Okay, aber du hast schauspielerische Erfahrung. Du bist ein erfahrener, erprobter Schauspieler. Überhaupt nicht. Was hat dich dann dazu bewogen, dich hier zu melden? Einfach Abenteuerlust? Genau, das war das Einzige. Jetzt hat unser Regisseur Martin Philipp schon ein paar Übungen mit euch gemacht. Wie hat dir das gefallen? Oh, ich fand's lustig. Was genau? Ja gut, im Radio hieß es, man steht oben auf der Mauer und hat Angst und jetzt laufen wir hier rum und machen ja, Schnüffelsachen und so weiter. Also doch etwas mehr, als ich gedacht habe. Aber ist okay, oder? Ja klar, mehr Abwechslung. Das heißt, du wirst auch die Dinkelsbühl ist nicht ganz so weit, aber du wirst dann auch zu den nächsten Proben, so wie das vereinbart ist, und auch zu den Vorstellungen kommen und spielst mit. Habe ich vor, ja. Wenn der Chef zustimmt. Wieso muss der Chef zustimmen? Ja, ich bin berufstätig. Okay, das heißt, es muss in deinen Zeitplan passen und dann müsst ihr gucken, wie das irgendwie voneinander geht, oder was? Genau. Ich mache 6 Schichten in der Woche und mal schauen. Okay. Danke erstmal. Ciao. Das ist jetzt hier der zweite Kandidat als Statist. Sagst du mal kurz, wer du bist? Mein Name ist Stefan Zeid. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, du hast dich als Statist hier für die Oper Tosca beworben. Was war so deine Motivation dafür? Ein bisschen Abwechslung zum Alltag, einfach mal ein bisschen in die künstlerische Szene. Hab einen Bürojob, da kann man vielleicht auch mal hier ein bisschen rauskommen, neue Sachen erleben. Und ich sehe das als Genugtuung, eine Abwechslung, was anderes mal zu machen, ja. Ich habe das gerade so am Rande mitgekriegt, du arbeitest bei einer Versicherung oder bei einer Versicherung, den Namen nennen wir natürlich jetzt nicht. Hast du irgendwelche schauspielerischen Erfahrungen? Hast du sowas schon mal gemacht? Ja, also im Schultheater habe ich gespielt, sonst verschiedene Theateraufführungen in der Freizeit gehabt und von dem her habe ich das in der Zeitung gelesen und da hat sich das ganz gut angeboten. Ja. Es waren ja Kandidaten gesucht, die nicht schwindelfrei oder die schwindelfrei sind? Schwindelfrei sind, ja. Okay, und ihr wart gerade oben, wie ist das für dich? Kein Problem. Also ich habe einen Bungee-Jump hinter mir, werde demnächst auf Fallschirm-Tandem springen, von dem her. Also schwindelfrei bin ich auf jeden Fall. Hast du Tosca schon mal gesehen? Nee. Auch noch nicht? Ich habe mich davor vorab informiert, einfach mir das mal einfach erlesen, worum es geht, aber gesehen habe ich noch nicht, nee. Okay, dann sind wir sehr gespannt auf deine Premiere hier im Rittersaal von Schloss Hellenstein. Viel Spaß. Danke. So, jetzt haben wir den Regisseur hier, der hat nämlich heute die Statistenprobe geleitet. Martin, wie warst denn du zufrieden? Sehr gut. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Präsenz der Jungs, die jetzt hier waren, so groß war. Also ich habe das schon ganz anders erlebt in manchen Statistencasting, die sich überhaupt nicht auf der Bühne bewegen konnten. Und hier war es schon sehr intensiv. Also
auch diese Übungen, die ich verschiedenartig gemacht habe, das aufeinander zurennen, ins Auge blicken und das zu halten, erstmal, das fand ich sehr beeindruckend. Also ich kenne es auch ganz anders. Also gerade Tosca, das habe ich jetzt in den anderen Proben schon mitbekommen, so dir geht es ja auch ein Stück weit darum, diese Macht und diese Intensität rüberzubringen. Das heißt, die Statisten müssen da ja mitmachen. Genau, das ist extrem wichtig. Ich glaube, sie bilden das Bild, sie vervollständigen das Bild von Scarpia, von dem Baron Scarpia, diesem System, diesem Polizeistaat, den er aufgebaut hat in Rom. Und es ist ganz wichtig, dass sie als präsente Figuren, also auch als gefährliche Personen auf die Bühne kommen. Ein bisschen eine Herausforderung auf unserem Bühnenbild ist ja auch die mehrere verschiedenen Ebenen. Ihr habt vorhin noch eine kurze technische Einweisung gemacht, aber ich denke, das klappt, oder? Das ist kein Problem. Also das ist ja auch alles abgesichert. Es ist ein bisschen weich von dem Gehen, da muss man sich dran gewöhnen. Deshalb war eben auch die Voraussetzung schwindelfrei, dass man da nicht das Gefühl hat, man könnte gleich fallen, aber es ist absolut alles gesichert. Ist überhaupt kein Problem. Man muss eben immer vorher, bevor man aufs Gerüst rennt, sich vorher konzentriert sein, dass man nicht in Zwischenräume und so stellen, weil das ist hinterher in den Aufführungen natürlich schwierig, weil man Adrenalin hat, Premierengefühl, und da sollte man aber, und das zeigen dann die Proben, man muss es oft proben, damit man sicher wird, und es geht nichts über Proben, um die Sicherheit auch in diesem Gerüst zu erlangen und in dem Raum dann oben im Kreuz, dass man da das Gefühl hat, dass man sich hier frei bewegen kann, dass man weiß, wo man hintritt und dass man hochkonzentriert da oben arbeitet. Letzte Frage, es ist Sommer. Es ist endlich Sommer und es ist endlich so, dass wir hier auf dieser großen Bühne proben können, weil es ist schwierig auf der Probebühne. Das beengt einen. Dieses Bühnenbild geht eben hoch auf 10 Meter und wir bespielen es oben. Und jetzt hat man endlich mal das Gefühl, ich kann die Bühne benutzen und ich kann einiges tun. Danke dir.